Gut, dann benutzen wir mal die Serviette mit dem Öltropfen. So. Und dann die Serviette mit Öl mit dem Metallarm. So, jetzt flutscht es wieder. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Krach das macht. Haltet euch die Ohren zu. Jetzt müsste der Kuckuck wieder eine Stimme haben. Oh, da ist was aus dem Uhrwerk gefallen. Doch noch kein Krach. Naja, ist bestimmt kein wichtiges Teil. Ja, glaube ich auch. So, was muss ich jetzt machen? Drehknopf. Ah. Okay, also jetzt gibt's Lärm. Aufgepasst. Wow, das war laut. Mal sehen, ob der Riese aufgewacht ist. Naja, scheint nicht so. Oh Mann, der schläft immer noch. Hey, aufwachen! So ein Mist. Oh nein! Aua! Oh! Oh! Verflixt und... Oh oh, das wollte ich nicht. Ups. Oh! Au! Oh, hallo! Hallo? Ich wollte nur ihre Uhr reparieren, um sie... Hat dein Lehrer gesagt, dass du das tun sollst? Nein, nein, wieso sollte... Oh, hallo, Maki. Hey, wenigstens ist er jetzt wach. Ist doch egal. Alter Magier von Mauswald. Wie ich sehe, hat mein Schüler... Hast du ihm gesagt, dass er das tun soll? Nein, wirklich. Nun gut. Au, oh, mein Kopf. Wartet eine Sekunde. Oh. Sei mir willkommen. Jeremias Haselnuss. Du bist also des Kaninchens neuer Zauberlehrling. Ein Baumläuferanwärter, in der Tat. Oh, Sie sind also doch kein Geist. Nein, nicht direkt. Aromolena, der Magier von Mauswald, ist Meister des Aktivschlafs. Schläft er, geht sein wacher Geist auf Wanderschaft. Cool. Das ist ja ein Ding. Vielleicht kann er dich eines Tages in seiner Kunst unterweisen. Oh ja. Aro, den Namen hat lange niemand ausgesprochen. Es ist lange Zeit her. Sehr lange Zeit. Seit ein Schüler in Mauswald ausgebildet wurde. Wirklich? So lange? Hm. Wir sollten es uns etwas bequemer machen, alter Freund. Ja, nehmen wir doch mal Platz, oder? Junger Haselnuss, wie ich höre, hast du dich im Mauswald schon als Baumläufer bewiesen. Deine nächste Prüfung wird es sein, die vier Portale von Mauswald zu passieren. Hinter jedem der Portale sollst du einen Zauber lernen. Ah, Zauber. Wow, das klingt spannend. Mhm. Doch zunächst musst du etwas zurückgeben. Was denn? Oh. Entschuldigung, aber ich glaube, du hast mein Buch. Oh, ja, die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Oh. Danke, es ist sehr wertvoll für mich. Jetzt möchte ich auch eine über dich schreiben. Ich sammle Geschichten, weißt du? Ja, ich möchte die auch sammeln. Wer war das? Er kam mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht erinnern, warum. Nur ein Waldgeist. Ein guter Bekannter von mir. Du solltest dich ausruhen, Jerry. Es war ein langer Tag für dich. Mhm. Leg dich erst mal ein wenig hin. In die Hängematte. Wenn Sie meinen. Ich... Ja, gute Nacht, Jerry. Und schon schläft er. Alter Freund, was um alles in der Welt tust du hier? Ich bilde einen Baumläufer aus. Das meine ich nicht. Ich sage das in aller Freundschaft.
Es ist unmöglich, dass du hier bist. Glaub mir. Nichts ist unmöglich. Wie oft will er das eigentlich noch sagen? Ich verstehe trotzdem nicht, was da los ist. Du hast die ganze Nacht durchgeschlafen. Aber nicht gut. Ich vermisse mein Bett. Nur Mut, Jeremias Haselnuss. Zauberer müssen stark sein. Deine nächste Prüfung wird es sein, die 4 Portale von Mauswald zu passieren. Hinter jedem der Portale sollst du einen Zauber lernen. Ich bin gespannt. Okay. Du kannst von nun an jederzeit zwischen Tag und Nacht hin und her wechseln, indem du auf einer Hängematte schläfst oder dieses magische Buch liest. Cool. Benutze das Tag-Nacht-Wechselbuch rechts neben dem Inventar, um zwischen Tag und Nacht hin und her zu wechseln. Yeah! Es kann dich stundenlang fesseln und so die Zeit im Nu verfliegen lassen. Kehre zurück zum Portalbaum, durch den wir nach Mauswald gekommen sind. Dort wirst du deinen ersten Zauber lernen. Du hast doch sicher schon deine Karten, oder? Jerry? Ja! Weißt du, wie man Quartett spielt? Nein. Ich zeige es dir. So schwer ist das doch nicht. Neues Spiel, neues Glück. Du kannst mit deinen magischen Karten aus der Halle der Schüler auch spielen. Hier in Mauswald kennt man das Spiel unter dem Namen Quartett. In diesem Spiel gibt es 32 Karten aus 8 Quartetten oder Familien. Und natürlich 4 Karten pro Quartett. Solltest du noch nicht 32 Karten besitzen, wird dein Gegner dir Karten leihen, um das Spiel zu vervollständigen. Ziel des Spiels ist es, so viele vollständige Quartette wie möglich zu bekommen. Jeder Spieler beginnt mit 10 Karten. Die restlichen 12 Karten liegen verdeckt im Stapel und werden später aufgenommen. Alles klar. Du bist an der Reihe. Du darfst nun nach einer Karte deines Gegners fragen. Aber nur nach Karten aus Quartetten, von denen du selbst eine Karte besitzt. Wähle zunächst die Familie und dann die Karte. 1, 2, 3 oder 4, nach der du fragen willst. Mal sehen. Okay, also ich habe schon mal 2 Karten hiervon und hiervon. Fragen wir mal danach. Und dann wollen wir Karte Nummer 2. Die Karte, die hast du bestimmt. Hat dein Gegner die Karte, nach der du gefragt hast, nicht, dann musst du eine Karte vom Stapel nehmen und dein Gegner darf nach deinen Karten fragen. Hat dein Gegner die Karte, nach der du fragst, bekommst du die Karte und darfst weiterfragen. Du siehst, es ist wichtig, sich zu merken, nach welchen Karten man bereits gefragt oder welche Karten der Gegner dir bereits geklaut hat. Denn dann kannst du nahezu voraussagen, welche Karten er hat. Je besser dein Gedächtnis, desto größer stehen die Chancen zu gewinnen. Denk, oje. Du kannst mit den Karten spielen, doch ihr wahrer Wert liegt nicht im Glücksspiel. Trotzdem, viel Glück. Ja, und hast du die Karte? Nein, schon wieder nicht? Oh. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Wow. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Oh Mann, das kann ja was werden. Gut, dann fragen wir halt hier nach. Davon habe ich auch schon 2. Vielleicht hat er die ja. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein. Gut gespielt. Doch, ah. Wow. Mal sehen, welche Karte du da hast. Hat er vielleicht auch noch die andere davon? Also ich weiß nicht, ob ich das die richtig Karte, mache. Die hast du bestimmt. Das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur, die wollte ich eh nicht haben. Oh nein, er hat schon 1 fertig. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Oh, das geht so schnell. Okay, also sammelt auch diese hier. Hm. Vielleicht hat er aber auch eine Blattkarte? Die erste? Die Karte, die hast du bestimmt. Na, sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Vielleicht hast du auch noch Nummer 3.
Das wäre super. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, warte. Ah, verdammt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Jetzt habe ich noch mehr Augen. Gegner fragt nach Karte. Schade. Oh nein. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Er nimmt mir alle Karten weg. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Der weiß aber auch genau, was ich habe. Das ist total unfair. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner der ist fragt Zauberer. Nach Karte. Der weiß, was Wie ich habe. Die das der nur schummelt. Immer. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. So, das fragt noch nach meinem Kleeblatt. Oh, okay. Gegnerquartett. Du bist an der Reihe. Oh Mann. Er hat ja nicht die Karten, die ich haben will. Muss ich jetzt die nach dem Karte Kleeblatt hast du ganz bestimmt. Ich war mir sicher, dass das klappt. Karte aufnehmen. Die brauche ich nun wirklich nicht. Gegner fragt nach Karte. Natürlich brauchst du die. Das nur immer. Hat er gewonnen. Game over. Ich glaube, Pac-Man mag ich lieber. Hui, das ist gar nicht so leicht. Hier in Mauswald spielt man gerne Karten. Wenn die Mauswalder deine Karten sehen, werden sie Feuer und Flamme sein, mit dir zu spielen. Außerdem kannst du weitere geheime Karten finden. So wie diese hier. Oh. Das ist ja Mama. In der Tat. Bedenke, es gibt 4 Karten in jedem Quartett. So wie es 4 Portalbäume gibt. Untrennbar verbunden. Wo sie liegen, kann dir diese Sternenkarte zeigen. Deine Mutter ist die 2. Spielkarte deines Quartetts. Und die anderen beiden? Du wirst meine Worte früh genug verstehen. Und dann wird sich alles ändern. Ha. Das ist irgendwie komisch. Also, er ist eine Karte und seine Mutter. Hat er auch einen Vater eigentlich? Und wer ist dann die 4? Gibt's vielleicht noch was zu sagen? Oder? Oh, Sie sind also doch kein Geist. Nein, nicht direkt. Aromolena, der Magier von Mauswald, ist Meister des Aktivschlafs. Schläft er, geht sein wacher Geist auf Wanderschaft. Das ist ja ein Ding. Vielleicht kann er dich eines Tages in seiner Kunst unterweisen. Wirklich? Das ist möglich. Mich hat es viele Jahre gebraucht, um das aktive Schlafen zu erlernen. Und seitdem liegst du nur noch schnarchend im Bett. Du solltest doch eigentlich ein Auge auf die Portalbäume haben. Hier in Mauswald ist es ruhig geworden. Lange schon benutzen nur dann und wann einzelne Wesenheiten die Portale. Das größte Unheil für die Portale, das kannst du nicht wissen, habe ich schon lange abgewendet. Bis ich dich hier gesehen habe, dachte ich, ich wäre einer der Letzten von uns. Ach was, kannst du es denn nicht spüren? Wie sich ganz nah und ganz, ganz fern Portale öffnen und schließen. Wie das Pulsieren von Sternen in der Nacht. Wie Ideen, Formen und Wesen zwischen den Welten wandern. Unter ihnen sind sicher auch einige von uns. Wow! Okay. Wegen der Karte. Diese Karte zeigt dir 4 Portalbäume dieser Region. In einer klaren Nacht kannst du die Karte mit dem Sternenhimmel vergleichen. Vielleicht hilft dir das bei der Orientierung. Drüben, an den staubigen Feldwegen und der Brücke über den Kaltwasserbach, hat man einen wunderbaren Blick auf die Sterne. Als Schüler musst du diese 4 Portale finden und durchqueren. Dein Lehrer und ich werden dir dabei helfen. Supi! So, fragen wir noch das? Sie sind mal groß und mal klein. Warum? Man sollte immer auf Augenhöhe mit seinem Nachbarn sprechen. Und meine sind Mäuse und Eichhörnchen. Das Portal, durch das du und dein Lehrer hierher gekommen sind, hat die Entscheidung der Größe schon für euch getroffen. Hat euch klein gemacht. Ich kann nur für eine gewisse Zeit in Mäusegröße wandeln und mich unter meinen Nachbarn mischen. Einen Kaffee in Anjas Milchbar genießen oder mit meinen Nachbarn, den Igelbrüdern, plauschen. Die meisten von ihnen glauben nicht an Magie. Die Portale und magischen Kreaturen kennen sie nur aus Märchen.
So bin ich, der Hüter der Portale, auch hier nur ein weiterer seltsamer Kauz vom Stadtrand. Aber das ist in Ordnung. Das bin ich schon immer gewesen. Schön. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg, oder? Bis später. Pass auf dich auf, junger Baumläufer. Mach ich. Ich meine, ich kann auch noch mit dem Magie reden. Kehre zurück zum Portalbaum, durch den wir nach Mauswald gekommen sind. Dort wirst du deinen ersten Zauber lernen. Ja. Oh ja, wir können noch ein paar Fragen stellen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich so lange von zu Hause weg bin? An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja, ich denke schon. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, okay, also eigentlich weiß ich schon alles, was er sagen will. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ja, ja, mach ich. So, gibt es noch irgendwas zum Angucken? Zimmer kann ich mir noch mal angucken. Hier vorne auf. Ein riesiges Riesenwohnzimmer. Ui, hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir mal nach draußen. Ist es jetzt Nacht? Oh. Es ist alles, ganz anders bei Nacht. Aber es gibt nichts Neues zu entdecken hier. So wie es aussieht. Oder? Ich meine, hier leuchtet es, aber hier ist irgendwie gar nichts. Na gut. Wieso sind da jetzt Fragezeichen? Oh. Ist aber schön. Und hier ist ein Nachtwächter. Guten Tag. Wohl eher gute Nacht. Was machst du denn hier? Ich wache über die nächtliche Stadt. So fühlen sich alle sicher und können in Ruhe schlafen. Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Ah, diese leuchtenden Nüsse, um die die Glühwürmchen herumfliegen? Glühwürmchen? Wir nennen sie Feuerfliegen. Ich mag Feuerfliegen. Unsere Familie stellt die Nüsse in Handarbeit her. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber ab und zu schaue ich bei der Hasenfamilie vorbei. Wenn sie feiern, wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die glücklichen Gesichter sehe, wird mir immer warm ums Herz. Egal, wie kalt die Nacht auch ist. Ja, sollte da nicht heute Abend eine Gartenparty steigen? Da müsste man eigentlich dann auch mal vorbeigehen. Aber auf jeden Fall eine lustige Idee mit den Glühnüssen. So, gibt's jetzt hier irgendwas Neues zu sehen vielleicht? Also ich mach diese ganzen Kürbisse. Soll ich jetzt mich direkt auf den Weg zum Portalbaum machen? Oder ich kann auch versuchen, die Karte zu lesen, bei den Sternen. Oh, Kirchenmaus und Sohn sind weg. Und gibt's jetzt eigentlich auch Tautropfen bei Nacht? Wie kann ich jetzt ins Fenster gucken? Oh, ich glaube, Konrad ist noch wach. Ich wusste nicht, dass ich da durchs Fenster einsteigen kann. Aber okay. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt stören möchte.
Aber wenn ich schon mal da bin, guck ich mal. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Es ist auf jeden Fall jetzt hier... Naja, immer noch nicht aufgeräumter. Steppenwiesel von Hermelin Hesse. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Nein, doch nicht. Immer diese Buchtitel.